Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Kennt ihr das, dass ihr den Eindruck habt, am falschen Platz zu sein? Ich kenne das auch. Dass ich den Eindruck habe, jetzt bin ich aber wirklich an dem falschen Platz. Und das können auch gute Plätze sein und man fühlt sich trotzdem nicht wohl. Man sagt, ich bin hier am falschen Platz gelandet. Und so saß Levi am falschen Platz. Er saß am Zoll. Hat seine eigenen Landsleute, hat er dann das Geld abgeknüpft, die Steuern, um es dann den Römern dann zukommen zu lassen. Er saß am falschen Platz. Jeder wusste es, er wusste es auch selbst. Er wusste, was seine Mitmenschen gedacht haben über ihn und haben ihn gemieden, wahrscheinlich viel über ihn geschimpft, mit Sicherheit auch Mobbing, aber er war eine Charakterstärke und hat das durchgezogen. Geld hat es möglich gemacht, also Geld war ihm wichtiger als der Ruf, der gute Ruf. Das war ihm wichtiger. Auch das ist ein falscher Platz, wenn man das mal richtig nimmt, dass das Geld auf einmal wichtiger ist und dieser gute Platz. Und dann ist das Wort Gottes schärfer als ein zweischneidiges Schwert und es scheidet zwischen Mark und Bein und zwischen Geist und Seele. Und das Wort Gottes, Jesus spricht zu ihm und sagt, komm, folge mir nach. Er sagt nicht, bitteschön, hast du dir vielleicht anders überlegt, also was die Leute denken über dich, du kannst es besser, haben nicht genug verdient und jetzt folge mir nach. Nein, Jesus ohne irgendetwas, ohne so ein Vorprogramm, ein Warmlaufen, komm, folge mir nach. Ein Befehl. Und es trifft den Levi in der Seele und er überlegt nicht lange. Aber er steht auf, verlässt seine Stelle dann für immer. Wusste er auch nicht an dem Morgen, als er aufgestanden ist, dass er nicht mehr zurückkehrt. Aber er lädt Jesus in sein Haus und Jesus geht an den falschen Platz. Jetzt ist Jesus am falschen Platz. Jetzt ist er bei einem Sünder eingekehrt. Und die Frommen, wir haben es so oft gehört, die Pharisäer, die zur Gruppe, zur Partei der Pharisäer gehörten, sie meckern und sagen, jetzt macht er sich unrein. Er will der sein, gesandt von Gott. Vielleicht haben sie dann schon gespürt, dass Jesus gesagt hat, der Menschensohn, der Sohn Gottes, ego eimi. Wie oft haben wir es gehört? Versteht ihr? Und jetzt ist er mit Zöllnern und Sündern zusammen. Unrein. Das war ein No-Go. Geht überhaupt nicht. Und Jesus weiß, was sie denken und er gibt eine Antwort. Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken. Nicht die Gerechten zu rufen, bin ich gekommen, sondern die Sünder. Und jetzt sind wir wieder in guter Gesellschaft, oder? Weil wir wissen, okay, mein Platz, wo ich bin, es kann der falsche Platz sein, aber ich erlaube Gott, dass er in meine Situation, in mein Leben, an den Platz hineinspricht. Und erlaubt mir jetzt eine Geschichte zu erzählen, auch von gefährlichem Platz, der heute immer noch gefährlich ist. Der gefährlichste Platz heute ist wahrscheinlich der Mutterschoß. Der gefährlichste Platz. Da war eine Familie. Die Eltern hatten zwei Kinder. Da haben die Schwiegereltern gesagt, jetzt habt ihr so zwei, das reicht. Kam ein drittes, jetzt reicht's. Viertes, jetzt ist aber genug. Fünfte, habt ihr nicht gehört, was wir gesagt haben? Bei dem sechsten, nicht die Großeltern, aber jemand hat dann gesagt, wegmachen, hat man damals gesagt, wegmachen, also abtreiben. Und das sechste ist zur Welt gekommen und später ist noch ein siebtes gekommen, das hat uns auch noch gefehlt. Der sechste bin ich. Ich war an einem sehr unsicheren Platz. Aber Gott hat mich an dem Platz gesehen. Damals schon. Hat er mich gesehen. Und dann, ich habe mein Leben so gelebt, was ich jetzt sage, werdet ihr mir nicht glauben, das ist mir egal, wenn ihr es nicht glaubt. Es ist mir wirklich egal. Ihr werdet es nicht glauben. Aber aus dieser Verletzung heraus, ich war scheu, habe mich versteckt, wollte nicht in den ersten Reihen stehen. Sprechen vor Leuten, pff, no go. Jetzt weiß ich warum.
Aber das alles hat Gott berührt. Er wusste es. Er hat sein Wort zu mir gesprochen. Und so habe ich mich langsam entwickelt, auch, da bin ich dankbar, der Kirche, meinem Religionslehrer, einem Priester, den viele kennen, ich darf den Namen auch hier sagen, Albert Frank. Unter deren Fittichen war ich eine Zeit, habe mich auch wieder versteckt, habe viel gelernt, weil mir war die Zeit gekommen, auch da herauszugehen. Aber wie hat Gott zu mir gesprochen, wie hat er mich an meinem Platz entdeckt, aus diesem Scheusein meine Berufung zu finden? Ich habe dann Abitur gemacht und dann ein Sabbatjahr. Gott sei Dank und Dank auch meinen Eltern, die es mir dann erlaubt haben, möglich gemacht haben, vielleicht nur anderen, ich weiß das nicht. Vater hat zu einer meiner ältesten Schwester gesagt, jetzt muss ich noch ein Jahr länger arbeiten. Das hat sie mir erst gesagt, kurz nachdem der Vater verstorben war. Also danke auch an meinen Vater, der das auf sich genommen hat. Und dann habe ich dieses Sabbatjahr gemacht beim Religionslehrer. Ich versuche es jetzt kurz zu machen. Während dieses Jahres war ich eingeladen zu einer Evangelisationsreise in Frankreich, in der Bretagne. Und dann hat dieser Priester, Daniel Lange, damals war er noch nicht Priester, hat er gesagt, gib Zeugnis vor diesen jungen Menschen. Habe ich Zeugnis gegeben? Ich war noch nicht so sicher mit Zeugnis geben. Habe dann meinen Mut und mein Französisch dann zusammengenommen und dann Zeugnis gegeben. Die haben dann immer gefragt, mich gelöchert, und was wirst du später in deinem Leben tun? Sabbatjahr ist ja super, möchten wir auch einmal tun, große Freiheit. Und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß es nicht, aber vielleicht werde ich Priester. Warum ich das gesagt habe, weiß ich nicht ganz genau. Aber ich war nicht bereit, noch nicht bereit, Priester zu werden. Als ich vor Abitur, so mit 15, 16, dann war mir das Studieren, das war mir zu viel. Ich habe gedacht, ich werde Schreiner werden. Wenn ich dann, der Tag ist vorbei, dann kann ich abends sagen, ich habe Tisch gemacht, ein Fenster, ich habe irgendwas da eingebaut. Resultat. Die Resultate in der Schule waren nicht so glänzend, deswegen Schreiner. Dann hat dieser Priester, Albert Frank, gesagt, ja, du kannst auch Schreiner werden, später mach mal Abitur. Und dann war ich dann 2 Jahre älter, dann habe ich gemeint, nein, Schreiner ist dann doch nichts. Also ich möchte schon mit Kindern zusammen sein, also mit Jugendlichen zusammen sein, Erzieher. Dann hat der Priester gemeint, pass auf, Erzieher, wenn du älter bist. Es wird dir schwer auf die Nerven gehen, die Jugend. Er hatte schon ein bisschen Erfahrung, Internatsleiter. Dann, ein bisschen später, jetzt habe ich es. Ich werde Religionslehrer werden und dann werde ich heiraten wie mein Religionslehrer. Ich werde Kinder haben und ich kann den Glauben vermitteln. Also nichts von alledem. Dann während dieser Evangelisationsrunde, abends saß ich in einer Kapelle, keine schöne Kapelle, das hier ist wirklich top. Das ist nicht zu schlagen. Das war echt französisch, also war nicht sauber. So. Aber der Herr war da, er war auch am falschen Platz irgendwie. Und dann kam diese Frage von den Jugendlichen, hat mich in mir gebohrt. Ich selbst wollte ja auch wissen, wo ist mein Platz? Was tue ich mit meinem Leben? Ich wusste es nicht. Und dann habe ich etwas getan, was mir jetzt nicht leid tut, aber wie ich euch sage, ich warne euch jetzt schon, gefährlich. Ich habe einen Kuhhandel mit Gott gemacht. Ich habe zu Gott gesagt, wenn du möchtest, dass ich Priester werde, ja, dann brauche ich zwei Dinge. Erstens, dann brauche ich ein Zeichen und dann die Sache mit dem Zölibat. Das musst du dann regeln. Also es war schon, weit gegangen, es war ein schönes Angebot für den Herrn. Ja? Und dann habe ich gedacht, ja, Zeichen, ja, dann wird wieder einmal einer um die Ecke kommen und sagen, Franz, hast du nicht daran gedacht, Priester zu werden? Aber andere haben ja auch schon gesagt, so fast wie prophetisch, du würdest auch ein guter Vater werden. Habe ich auch gehört. Aber nichts von all dem haben weder Eltern noch Geschwister, wo 2 Schwestern schon im Kloster waren, noch der Religionslehrer, noch der Priester zu mir gesagt, die haben mich in keine Richtung gelenkt. Keiner. Und ich danke dem Herrn dafür, denn Berufung ist eine Sache zwischen dem Herrn und dem, der berufen wird. Und nicht von Manipulatoren. Sonst könnte man ja nachher sagen, ja, der hat gesagt und der hat mich beeinflusst. Influencer heißt das heute. Und deswegen, das geht nicht, das geht nicht. Und dann saß ich so da und dann habe ich auf das Zeichen gewartet.
ja, was kommt? Und ich habe nicht direkt darauf damit gerechnet. Da war einmal, habe ich mein erstes Bild gesehen. Ja, mein erstes Bild. Und das war geschrieben. 1. Samuel, 3. Kapitel, 5. Vers. Ich habe das so hinter meinen Augen gesehen. Ich habe mal die Hand gekniffen, ob ich träume oder was. Das ist geblieben. 1. Samuel, 3. Kapitel, 5. Vers. Habe ich meine Bibel aufgeschlagen. Ein zweischneidiges Schwert. Hier bin ich, du hast mich gerufen. Das ging wie ein zweischneidiges Schwert durch mein Herz. Aber mit einer Freude auf der einen Seite, mit einer Gelassenheit, mit einer Sicherheit. Ich wusste, jetzt ist eine Tür geschlossen, die zum Heiraten. Zölibat wirst du jetzt leben, aber du hast von Gott ein Zeichen bekommen, von ihm persönlich. Und Zölibat habe ich, kann ich wirklich bezeugen, Gott ist treu. Wenn Gott jemand ruft, er ist treu, er steht zu dem Ruf und er unterstützt. Und da bin ich dem Herrn und auch der Jungfrau Maria wirklich dankbar, dass das so war. Und dann bin ich nach Hause gekommen und dann habe ich das in der Stube im Wohnzimmer dann Eltern erzählt und dann die Mutter voller Freude, schnell aus der Stube raus, Treppen hoch und dann hat sie eine Karte, Postkarte mir gezeigt, die ihre Freundin, auch eine Ordensfrau, anlässlich meiner Geburt geschrieben hat. Mutter hat immer gebetet für einen Priester in der Familie, das hat sie getan, aber nie was davon gesagt. Und die hat geschrieben, diese Schwester, vielleicht wird dieser kleine Francis, hat man damals noch gesagt, französisch, nachher ist der Franz geworden, wird der Priester vielleicht auch offen gelassen, versteht ihr? Boah, das war für mich dann eine Bestätigung. Der Papa hat gesagt, du weißt ja, was das bedeutet. Mehr hat er nicht gesagt. Er war tränennah. Dann, später ist mir gekommen, eine von meinen Erinnerungen aus der Kindheit. Und dann habe ich verstanden, dass das alles kohärent ist, wie Gott arbeitet, wie er ruft. Nach meiner ersten Kommunion, die ich schon im 7. Lebensjahr habe machen dürfen, da weiß ich noch die Stufe in der Treppe von unserem Haus. Mutter ist zurückgegangen nach der Messe, um andere Kleider anzuziehen, noch ein bisschen zu kochen, in Kochtöpfen da zu wühlen und so weiter. Und ich weiß die Stufe, sie war schon oben angekommen, habe gesagt, Mama, ich werde Priester werden. Aber das war alles in Vergessenheit geraten. Im Nachhinein bestätigt, vom Herrn, vom Herrn. Du bist nie am falschen Platz. Gott findet dich. Hat dich schon gefunden im Schoß deiner Mutter? Hat dich gefunden bei deiner Erstkommunion? Hat dich gefunden bei deiner Arbeit, da wo du bist? Er findet dich. Aber vielleicht darf ich noch etwas hinzufügen. Also Folgendes. Solange ich Angst hatte, dass Gott mich ruft, hat er nicht gerufen. Hat er nicht gerufen. Da wir einen gütigen, barmherzigen Hohenpriester haben, steht hier in der Lesung. Er hat es gehört. Macht, er hat es gelesen. Ja? Wie steht da? Lesen Sie es nochmal kräftig vor. Na doch, doch, doch. Hier. Hier. Also, ja, da. Genau. Da wir nun einen erhabenen Hohenpriester haben, der die Himmel durchschritten hat, Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns an dem Bekenntnis festhalten. Wir haben ja nicht einen hohen Priester, der nicht mitfühlen könnte mit unserer Schwäche, sondern einen, der in allem, wie wir, in Versuchung geführt worden ist, aber nicht gesündigt hat. Lasst uns also voll Zuversicht hingehen zum Thron der Gnade, damit wir Erbarmen und Gnade finden und so Hilfe erlangen zur rechten Zeit. Er ist barmherzig, er kann mitfühlen und wir empfangen die Gnade zur rechten Zeit. Wie viele Personen haben mir gesagt, in Seelsorge, nicht hier, hier auch vielleicht, aber andere, also in meinen Erfahrungen,
ja, jetzt erst entdecke ich, was in meinem Leben da war oder wie Gott zu mir gesprochen hat, zur rechten Zeit. Gott kennt den Zeitpunkt. Wann du, wann wir bereit und innerlich reif sind, auf Gottes Anruf zu antworten. Ich danke dem Herrn für seine große Gnade. Ich danke dem Herrn für seinen Leib, die Kirche, die unsere Familie ist, die Kirche. Aber unsere eigene Familie ist auch Kirche. Ja? Wo wir getragen sind, auch nicht nur Schlechtes erleben, auch Gutes erleben. Und wenn wir Schlechtes erleben, Gott findet uns trotzdem auch an diesem Platz. Möge der Herr uns rufen, dahin, wo er will. Möge er von uns alle Angst nehmen vor dem Ruf, den er an uns richten möchte. Möge er uns auch auf die Fürsprache des Levin die Gnade geben, eine klare Antwort zu geben und auch so Christus zu verkündigen, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.